Hallo und herzlich willkommen zu 10 Minuten mit den Inkas. Mein Name ist Hans-Martin Beck und ich bin Experte der spirituellen Tradition der Inkas. Jeden Tag beantworte ich eine Frage, die ich zugeschickt bekomme. Und heute habe ich eine ganz interessante Frage von Dieter H. Dieter hat mir eine E-Mail geschrieben und Dieter fragt Folgendes. Hallo Herr Beck. Bei meinem letzten Besuch in Peru habe ich mir ein komplettes Set von 9 Chumpi-Steinen gekauft. Der Verkäufer sagte mir, die seien von einem Meteorit und ganz besonders hochenergetisch. Allerdings konnte er mir nicht sagen, wofür man diese Steine verwendet oder wie man sie anwendet. Nun habe ich bei Ihnen ein Video gesehen, in dem 2 Herren mit diesen Steinen arbeiten. Sie verwenden jedoch nur 5 Steine und diese sind weiß. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie man diese Steine anwendet und warum Sie nur 5 Steine benutzen und keine 9? Vielen Dank für diese Frage. Gruß Dieter H. Ja, ihr Lieben, bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mal ganz kurz zeigen, worum es geht. Das sind die Steine, die Dieter jetzt meint. Er nennt sie die Chumpi-Steine. Viele Menschen nennen sie Chumpi-Steine. Sie heißen allerdings Muyukuyas. Muyukuyas ist der korrekte Quechua-Name für diese Art von rituellen Steinen. Und ich habe mir in Vorbereitung für diese Frage einige Sachen mal aufgeschrieben. Deswegen habe ich den Zettel, auf den ich immer wieder mal schauen werde. Die Steine heißen also Muyukuyas. Muyu ist die Spondylus-Muschel oder auch die Stachelauster oder Klappmuschel. Und Kuya heißt einen Gegenstand mit Leidenschaft aufladen. Jetzt habe ich mal auf Wikipedia recherchiert und bei Wikipedia steht Folgendes. In Südamerika dienten Gehäuse von anderen Spondylus-Arten wie der tropischen Spondylus pictorum, auf Quechua Muyu genannt, bei den Nazca, Moche, Chimú und Inca zur Herstellung von Schmuck und dienten wahrscheinlich auch rituellen Zwecken, ganz besonders rituellen Zwecken, richtig. Diese Muyukuyas, also diese Steine, wurden zu Inka-Zeiten aus Muyu, aus dieser Spondylus-Muschel hergestellt und die war so selten, dass sie zeitweise sogar als Währung dienten. Man nennt diese Spondylus-Muschel oder diese Muyu auch das rote Gold der Inkas. So selten war diese Muschel. Die Muyukuyas kennen wir, das heißt meine Lehrer, meine Freunde und ich, dafür, dass man sie verwendet, um die Energiebänder anzulegen. Das heißt, man nimmt diese 5 Muyukuyas und in einer Zeremonie legt man dort oder webt man Energiebänder und verbindet die Energiezentren miteinander. Diese Zeremonie nennt sich Nyawi Kichai und Chumpi Awai. Daher kommt der Name Chumpi und daher gehen wahrscheinlich viele Leute her und sagen Chumpi Chumpi-Steine dazu. Aber sie heißen nochmal Muyukuyas. Nyawi Kichai heißt das Öffnen der Augen und Chumpi Awai heißt das Anlegen der Bänder. Das heißt, mit diesen Muyukuyas geht ein sogenannter Chumpi Pako, also ein Praktizierender dieser Tradition, der die Fähigkeit und das Wissen hat, diese Chumpi, diese Gürtel anzulegen, ein Chumpi Pako geht her und webt bei seinem Klienten diese energetischen Verbindungen. Insgesamt gibt es 5 unterschiedliche Steine. Ich zeige sie noch mal. Dieser Stein mit der einen Spitze nennt man Chulia. Dann gibt es einen Stein mit 2 Spitzen, der nennt sich Yanantin.
Dann gibt es einen mit drei Spitzen, der nennt sich Piscantin. Der Kinzantin, der mit den vier heißt Tawantin und mit den fünf heißt Piscantin. Das habe ich mir jetzt richtig aufgeschrieben, genau, Piscantin. So, diese fünf. Jetzt gibt es relativ wenige Menschen, die noch wissen, wozu man diese Steine benutzt. Ich habe in den letzten 15 Jahren zwei Menschen getroffen, die mir sagen konnten, wie man diese Steine nutzt. Beziehungsweise insgesamt eigentlich vier. Juan und Ivan, meine Lehrer und Freunde, Elisabeth Jenkins und Joan Parisi Wilcox. So, diese vier. Ansonsten kenne ich niemanden, der mit diesen Muyukuyas arbeitet. Und so ist ein Markt in Cusco entstanden, rund um diese Chumpi-Steine oder auch Muyukuyas. Und so kann man heute in Cusco oder in ganz Peru Sets mit 5 Steinen, mit 7, mit 9, mit 12 kaufen. Und für jede dieser unterschiedlichen Sets gibt es auch immer irgendeinen Grund. Es gibt Leute, die zum Beispiel die 9 Muyukuyas mit den Chakren in Verbindung setzen. Für mich ist es deshalb so schwierig, weil die Inkas gar keine Chakren kennen, sondern es gibt dort die Niawis, die Energiezentren oder auch die Augen. Und insgesamt gibt es dort nur 7 Niawis. Die Inkas hatten also ein Energiesystem mit 7 Energiezentren. Ich kann ganz ehrlich nicht sagen, warum man nur mit diesen 5 Steinen arbeitet. Aber für mich ist immer wichtig, nochmal zu betonen, woher die Arbeit kommt, woher ich es weiß. Und ich arbeite mit diesen 5 Muyukuyas von Don Andrés Espinosa kam, einem Kero-Meister aus den Hochanden von Peru, der bis in die 1980er Jahre dort gelebt hat. Und Don Andrés Espinosa hatte eine Schule, vermutlich die letzte Schule, in der er das spirituelle Wissen der Inkas unterrichtet hat. Don Andrés hat meinem lieben Freund und Lehrer Juan Núñez del Prado dort in seiner Schule gezeigt, wie man diese 5 Muyukuyas verwendet. Und als Juan zurück nach Cusco ging, und dort seinen Lehrer Benito Corribamann traf und dem erzählte, was er da bekommen hat, geht er ins Nachbarzimmer, kommt zurück und zeigt Juan sein Set mit 5 Muyukuyas und fragt, hast du auch so ein ähnliches Set bekommen? Das heißt, die beiden Meister, Don Benito und Don Andrés, die so weit weg voneinander wohnten, 90 Kilometer Luftlinie etwa, kannten beide die Muyukuyas, sie kannten beide die Sets mit 5 Muyukuyas und an dieser Arbeit orientieren wir uns. Von daher, lieber Dieter, ich kann dir nicht sagen, warum jetzt das Set von 9, ich kenne die Arbeit nur mit 5. Das zweite, was ich gelernt hatte von meinen Lehrern, ist auch, dass das Material dieser Steine völlig unerheblich ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich in Cusco oder auch in Machu Picchu diese Sets mit 5 oder 7 oder 9 oder 12 Steinen aus Eisen und aus Meteorit kaufen kann und alles ist hochenergetisch, alles ist teurer oder auch günstiger. Meine Steine sind aus Alabaster. Das ist das Material, was heute verwendet wird, ganz oft verwendet wird. Es ist handverarbeitet, handgeschnitzt. Muyukuyas aus Meteorit sind genauso gut. Wenn jemand hergeht und seine Muyukuyas aber zum Beispiel selbst töpfert oder sie aus Stein schneidet oder sie aus Holz macht, finde ich persönlich, sind sie genauso gut. Ich finde, das Material ist niemals der Punkt, an dem ich sagen kann, ein heiliges Werkzeug ist besser als. Denn die Inka-Tradition lehrt uns ja, dass alles aus lebendiger Energie besteht. Da stellt sich mir immer die Frage, wie kann etwas besser als etwas anderes sein? Ich finde, wenn ich weiß und wenn ich verstehe, wie ich zum Beispiel diese Steine nutze, dann haben sie für mich einen Wert und dann transportieren sie ganz, ganz viel Energie. Jetzt nochmal zu der Frage, was macht man mit diesen Muyukuyas?
Man veröffnet also die Energiezentren des Menschen und man verbindet diese Zentren mit Hilfe von Energiebändern. Wozu? Wir wissen, dass wir dann in der Lage sind, Energie, die auftrifft, besser zu verarbeiten, besser mit Energie umzugehen. Denn wenn die Energie jetzt auf mein Energiefeld trifft und sie kann sich im gesamten Energiefeld verteilen, weil meine ganzen Zentren miteinander verbunden sind, dann kann ich mit viel mehr Energie umgehen und auch besser darauf reagieren. Es gibt aber aus der Psychologie noch zwei weitere Ansätze, die für mich und für meine Lehrer ganz gut erklären, warum dieses Niawi Kichai und Chumpi Awai, also dieses Öffnen und Anlegen der Bänder, so wichtig ist. Jean Piaget, ein Schweizer Entwicklungspsychologe, hat den Menschen anhand von vier Faktoren definiert. Er hat ihn aufgrund seiner Fähigkeit der Impulse, der Leidenschaft, der Gefühle und der Gedanken definiert. Und diese vier Faktoren decken sich wunderbar mit den vier Energiezentren des Menschen, mit denen wir in dieser Zeremonie arbeiten. Denn auch wir arbeiten mit den Impulsen, mit der Leidenschaft, mit den Gefühlen und mit den Gedanken. Und Stanislav Grof, der die transpersonale Psychologie begründet hat, sagte, wenn wir in der Lage sind, die menschlichen Faktoren so zu bündeln, wie wir Licht bündeln, dann werden wir zu einem messerscharfen Laser. Und was er meinte war, wenn wir diese menschlichen Faktoren harmonisieren und damit bündeln können, werden wir zu einem ganz, ganz messerscharfen Laser. Und das machen wir mit dieser Zeremonie und das machen wir, wie gesagt, mit diesen fünf Muyukuyas. Wir harmonisieren die Energiezentren eines Menschen. Wir stellen sicher, dass sie alle in einer Verbindung sind und dadurch, dass wir in der Lage sind, das, was wir denken, mit unseren Gefühlen zu verbinden, dass wir das in die Tat umsetzen können und dabei gleichzeitig unsere Impulse unter Kontrolle halten können, erlangen wir etwas, was die Psychologie als Authentizität bezeichnet. Wenn wir diese fünf Muyukuyas nutzen und diese Zeremonie Niawi Kichai und Chumpi Awai durchführen, erlangen wir Authentizität. Und das ist das, lieber Dieter, was ich dir heute über die Muyukuyas oder wie andere sie auch nennen, über die Chumpi-Steine erzählen kann. Ich hoffe, ich konnte dir ein Stück weiterhelfen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, bis bald. Tschüss.